E-World 2020 ist eine besondere E-World. Wir haben dieses Jahr natürlich die Markterklärung zum Smart Meter Rollout, die wir und alle anderen Marktteilnehmer sehnsüchtig erwartet haben und auf die wir, glaube ich, ganz gut vorbereitet sind. Also der Markt ist momentan extrem in Bewegung, sowohl bei den Energieversorgern als auch bei uns auf der Seite der Messdienstleister. Wir haben auch das gesamte Leistungsportfolio durch Unternehmensbeteiligungen und Partnerschaften erweitert. Wir haben Lösungsangebote rund um das Water Metering, aber auch klassische Smart City Anwendungen wie Smart Parking, Smart Lighting sind die Themen, die uns heute beschäftigen mit den Städten. Also wir haben in den letzten 2 Jahren ziemlich viel erreicht, weil wir heute auch nicht mehr hier stehen und erklären, was ist eigentlich LoRaWAN, sondern wir reden hier mit den Kunden gerade aktuell am Stand darüber, nicht mehr, ob sie LoRaWAN machen, sondern was sie mit LoRaWAN machen und in welcher Masse und in welcher Stückzahl sie LoRaWAN machen. Ich muss eigentlich nur noch den Sensor in der Tasche haben und an Ort und Stelle ankleben, anschrauben, anbringen, einklemmen, weil sie sind batteriebetrieben. Und von daher haben wir ganz geringe Setup-Kosten und entwickeln eigentlich täglich neue Ideen, was wir damit anstellen können. Ich glaube, es bleibt weiter spannend, so im Bereich Straßenbeleuchtung, Smart Parking, Smart Grid, Niederspannungsüberwachung. Da gibt es viele spannende Anwendungsfälle, gerade für die Branche, die man mit LoRaWAN super umsetzen kann. Wir erleben hier auf der Messe eine deutliche Steigerung der Dynamik, eine Häufung der Kundenanfragen und sind zuversichtlich, dass über die 3 vom BSI initiierten Taskforces, die heute laufen, auch entsprechend der Rechtsrahmen so geschaffen wird, dass wir das Smart Meter Gateway und die Infrastruktur der intelligenten Messsysteme dann auch später für unsere Anwendungsfälle und für die Energiebranche nutzbar haben. Partnerschaft ist das zentrale Thema, das uns jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten bewegen wird. Warum Partnerschaft? Ich glaube, dass wir mit den Kunden, mit den Partnern und auch mit anderen Lösungsanbietern gemeinsam jetzt neue Lösungen, weitere Lösungen kreieren müssen. Und das gilt nach innen wie nach außen. Ja, es ist Zeit. Die Gesellschaft ist bereit. Nicht warten, nicht nur reden, sondern handeln.